Herzlich willkommen, lieber Widder, zu deiner Tarotkartenlegung für den November, für den Monat November. Wir wollen uns in dieser Legung angucken, wie dein Monat werden wird und mit welchen Energien du rechnen kannst. Dazu gucken wir uns verschiedene Lebensbereiche an und untersuchen die einzeln. Und ich bin schon sehr gespannt, was wir über die Karten, über deinen Monat erfahren und mit welchen Energien du rechnen kannst in diesem Monat. Schauen wir mal. Okay, da haben wir alle Karten und wir schauen mal. Da zeigt sich die Liebe, ne? Ein sehr schöner Monat, um Verbindungen zu pflegen, um Verbindungen zu intensivieren. Du wirst mit dir selbst auch sehr zufrieden sein. Es geht hier auch vor allem für dich in diesem Monat darum, die Liebe in deinem Leben auf eine freie und unbeschwerte Art und Weise zu erleben, zu genießen und weiterzuentwickeln, ne? Und das schafft natürlich Verbindungen. Verbindungen mit dir selbst als, ja, als Individuum, ne? Als vollständiges, einheitliches Individuum, dass du hier, ja, dich in deiner Gänze akzeptieren und lieben lernst. Es schafft aber auch Verbindungen in allen deinen sozialen Kontakten, ne? In der Liebe natürlich, in der Romantik, aber auch in der Familie und in Freundschaften. Also eine Karte, die für Harmonie, für Liebe und Verbindung sorgt. In allen Bereichen in deinem Leben und wirklich eine sehr schöne Energie, ein sehr schöner Start in diese Legung. Und wir schauen mal weiter in die Finanzen. Deinen Finanzen scheint es sehr gut zu gehen. Ich habe den Eindruck, dass du im Laufe des Novembers ein wenig Geld in die Hand nimmst für ein neues Projekt, einen neuen Weg in dein Leben oder für eine Reise, ne? Dass du hier womöglich auch in eine Reise investierst, in deine Reiseplanung. Pläne, die du dir jetzt bereits womöglich überlegst, die du aber auch wirklich wohl überlegt tätigst, ne? Dass du dir hier noch Informationen sammelst im Laufe des Monats, Ideen sammelst, vielleicht kommt dir die entscheidende Idee auch erst im Laufe des Monats und dass du dann sehr entschlossen und zielstrebig in etwas investierst, was dir wirklich eine neue Erfahrung verschaffen wird und womit du dein Leben in eine neue Richtung bringen kannst, ne? Eine große Investition einfach, ne? Die dich wirklich potenziell weit voranbringen kann. Also schon ein bisschen spannend hier auch. Ach, dein Alltag ist auch sehr erfüllend, sehr harmonisch, in sich auch stimmig, ne? Wenn du kürzlich in deinen Alltag dich um neue Routinen in deinem Leben bemüht hast, wirst du feststellen, dass diese Routinen funktionieren. Dein Alltag wird einfach gut von der Hand gehen, ne? Die Dinge werden gut funktionieren und es könnte dir ein Gefühl schenken, dass du genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist, dass alles stimmig ist und dass sich alles so vollständig, so richtig und rund anfühlt. Ja, kann auch sein, alles, was du in der letzten Zeit in deinem Alltag so verändert hast, welche Probleme du auch in deinem Alltag hattest, ne, scheint jetzt in diesem Monat gelöster zu sein, ne? Und viele Probleme könnten sich wirklich in Luft auflösen. Eine potenzielle Versöhnung mit jemandem, der in deinem Alltag eine wichtige Rolle spielt, zeichnet sich hier auch ab. Was dein Zuhause betrifft, stelle ich hier irgendwie einen Realitätscheck fest, ne? Irgendwie erkennst du jetzt gerade den wahren Wert von einigen Aspekten in deinem Zuhause, ne? Das ist natürlich jetzt ein bisschen abstrakt ausgedrückt. Das könnte so im Konkreten bedeuten, dass
du einen Realitätscheck machst und feststellst, was dir nicht mehr gefällt zu Hause, was dir gefällt und wie die Dinge jetzt einfach wirklich sind, ne? Und du löst dich so ein bisschen von Zielen, die du geplant hast, ne? Zum Beispiel, ne? Zum Beispiel hast du dir immer überlegt, dieses Regal sehe, wenn das und das und das ist, auch wirklich richtig toll aus. Ja, aber du erkennst, dies und dies und dies ist alles nicht passiert, ne? Das hast du vernachlässigt oder das ist einfach nicht geschehen oder du hast das aus irgendeinem anderen Grund nicht umsetzen können. Und jetzt ist es dieser Monat, wo du das einsiehst, okay? Es wird wahrscheinlich nie klappen, dass ich das Regal auf die und die Art und Weise, wie ich mir das vorgestellt habe, hindrapieren werde, ne? Und mit diesem Realitätscheck hat man nun eine andere Ausgangslage und kann jetzt womöglich auch etwas anderes verändern, ne? Entweder lässt man diesen Plan und schafft das Regal ab, zum Beispiel, ne? Und ersetzt es durch etwas anderes. Ja, oder du setzt dich wirklich damit auseinander und erkennst, dass du dafür einfach dann mehr Aufmerksamkeit benötigst und das jetzt auch wirklich mal angehen solltest. Ne? Das ist jetzt nur ein Beispiel, es könnte sich auf vieles andere beziehen. Aber so vom Prinzip her wirst du in Bezug auf dein Zuhause einer Wahrheit ins Gesicht blicken, ne? Und dich freimachen von gewissen Erwartungen oder Illusionen, die du dir diesbezüglich in der letzten Zeit gemacht hast, ne? Vielleicht wohnst du auch mit jemandem zusammen und das funktioniert eigentlich gar nicht so gut. Und das ist dann halt auch ein Monat, in dem du das ganz klar erkennen und einsehen wirst. Gerade wenn man so in einer WG wohnt, könnte das sein, ne? Oder eben etwas anderes, also dass es ist mehr eine kleinere Sache, ne? Vielleicht, dass die Absprachen, die man getan hat, eigentlich gar nicht funktionieren, ne? Und dass man hier eigentlich woanders ansetzen müsste. Darum geht es. Ja, es könnte wirklich sein, dass du auch so ein bisschen ausmistest, ne? Dass du dich von gewissen Dingen auch löst und das auch klar erkennst, ne? Welche Dinge du brauchst, welche du nicht brauchst. Du bist im Moment in einem interessanten Transformationsprozess. Du erkennst ziemlich klar, welche Dinge gut funktionieren in deinem Leben und welche irgendwann vielleicht mal funktioniert haben, aber jetzt nicht mehr. Und du hast hier einen sehr viel Freude daran, dich auf etwas Neues in deinem Leben zu konzentrieren und dich auf neue Ziele in deinem Leben zu konzentrieren und neue Ziele zu entwickeln und das Neue in deinem Leben willkommen zu heißen. Ne? Dir fällt es in diesem Monat leichter als in anderen Monaten, dich von etwas zu lösen, dich von jemandem zu lösen oder dich von einer Situation zu lösen. Ne? Auf deiner Arbeit wird was sehr Gutes passieren, womit du nicht rechnest. Das könnte ein Geldgeschenk sein, ein Geldgewinn, eine finanziell positive Situation, die sich auswirken wird, die dir zugutekommt, dir und deinen Vorhaben und sich plötzlich einstellen wird. Ne? Also hier sehr begünstigte Aussichten. Ne? Also hier kannst du mit positiven Überraschungen rechnen, die dich auch auf deinen Weg ein bisschen bestätigen, ne? Die dich in deinen Vorhaben, deine Arbeitsmethode und deine Zielvorgaben bestätigen und sich einfach dann sehr erfreulich und beglückend anfühlen werden. Ja, wow, also deine sozialen Kontakte sind einfach wirklich wunderschön, ein wunderschön harmonischer Monat, in dem es um Klarheit geht, um offene Aussprachen, dass man ehrlich zueinander ist und dass man zusammen die schönen Seiten, die glücklichen Seiten im Leben teilt, ne? Und zusammen das Leben genießt, die Leichtigkeit des Seins pflegt, ne? Tatsächlich. Und ein toller Monat, um auch mehr Vertrauen aufzubauen, um den anderen Vertrauen zu schenken und für mehr Intensivität in den Beziehungen zu sorgen, ne? Ja, aber du bist in diesem Monat auch sehr realistisch, ne?
weniger spirituell unterwegs, ne? Spirituelle Eingaben. Du möchtest nicht an etwas Spirituelles glauben, anscheinend, habe ich irgendwie den Eindruck. Du möchtest die Realität, mit der möchtest du dich befassen, ne? Mit den Dingen, die da sind, ne? Und mit nichts anderem. Du bist hier sehr realitätsbezogen in diesem Monat und möchtest dich nur auf das Faktische konzentrieren, ne? Und wie man sieht, bist du auch bereit, die Dinge so zu nehmen, wie sie sind, ne? Und dich nicht auf ein Was wäre, wenn einlassen, sondern was ist? Der Prinz der Stäbe zeigt sich hier als dein Ideal, ne? Deine ideale Wunschvorstellung. Der Prinz der Stäbe ist jetzt nun eine Hofkarte, ne? Eine Personenkarte im Element Feuer. Und das kann jetzt vieles bedeuten, ne? Hier gibt es womöglich eine Feuerperson in deinem Leben. Den Prinz der Stäbe, eine sehr junge Person. Wenn du eine Familie hast, ne, könnte das sehr gut dein Sohn oder deine Tochter sein. Und dann ist eben dein Sohn und deine Tochter wirklich das größte Glück in diesem Monat für dich auf Erden, ne? Mehr als sonst, ne? Wirst du sehr deutlich spüren, wie sehr du dir wünschst, dass du deinen Kindern eine wunderschöne Zukunft schenkst, wie sehr du dir wünschst, dieses Kind zu fördern und dass dieses Kind in Freiheit leben kann, ne? Also mehr als sonst. Du kämpfst eben hier für deine Kinder, ne? Für deine Liebe in deinem Leben. Das könnte eine Bedeutung sein. Aber wenn du jetzt zum Beispiel keine Kinder hast, könnte das ein Hinweis sein, dass dir Familienplanung im Moment sehr wichtig ist, ne? Vielleicht planst du eine Familie. Wenn das auch nicht der Fall ist, könnte der Prinz der Stäbe auch ein anderer Mensch sein, der dir im Leben sehr viel bedeutet, ne? Dann dann ist es eben so, dass ihr zusammen eben gerade diese Facette sehr, sehr gut zusammen ausleben könnt, ne? Dass ihr sehr viel unterwegs seid, gemeinsame Interessen habt und einfach zusammen euch so ein bisschen lebendiger fühlt, ne? Zusammen auch jüngere Seelenanteile ausleben könnt und das tut dir dann auch sehr gut und dieser Mensch ist dir unheimlich wichtig dann. Ein anderes Feuerzeichen womöglich oder eine Person, die von deiner Feuerenergie sehr stark beeinflusst ist. Ein anderes Feuerzeichen wäre natürlich ein anderer Widder, aber auch natürlich Löwe oder Schütze. Ein anderes Sternzeichen ist eben auch möglich. Skorpion zeigt sich auch viel. Das könnte noch sein, ne? Und in einem letzten Fall könnte es auch sein, dass der Prinz der Stäbe eine Wesensfacette von dir widerspiegelt, ne? Und es dir unheimlich wichtig ist, diese Seite an dir auszuleben und ausleben zu können. Und dass du das als höchstes Glück empfindest, ne? Eben der Prinz der Stäbe ist sehr dynamisch, abenteuerlustig, auch ein Mensch, der gerne auf Reisen ist, ne? Der viel Sport treibt, der gerne präsent ist, ne, der unternehmungslustig ist und einfach sich weniger Sorgen macht, ne, sich befreit fühlt und voller Leidenschaft und Lebenslust auf das Leben zugeht. Natürlich, es können auch mehrere Möglichkeiten parallel in deinem Leben eine Rolle spielen, ne? Und auch hier haben wir eine Personenkarte und auch dies ist wiederum ein Hinweis auf mehrere Möglichkeiten. Ne? Diese Prinzessin der Kelche ist eine Wasserenergie. Ne? Fische, Krebs, Skorpion wäre denkbar in der Kombination. Besonders Skorpion und Löwe. Ne? Aber auch hier, jedes andere Sternzeichen ist möglich. Die Prinzessin ist auch eine eher junge Energie. Kann auch für deinen Sohn oder deine Tochter stehen. Dann ist das so, dass die Menschen deutlich erkennen, wie sehr du für deine Kinder da bist und wie wichtig dir das persönlich auch ist. Ne?
Und dass das auch wahrscheinlich, also dass es auch im Moment sehr, sehr schön und harmonisch ist. Wenn die Prinzessin der Kelche, wenn du mit dieser Person in einer anderen Verbindung bist, in einer anderen Art von Verbindung, Freundschaft oder Romantik, dann sehen die Leute auch ganz deutlich, ja, dass du eben in dieser Partnerschaft bist, dass du verliebt bist, dass du glücklich bist. Und das kann man kaum übersehen, ne? Das kann man gar nicht übersehen. Das ist im Moment prägt auch die, also du identifizierst dich dann auch über die Partnerschaft, ne? Das macht im Moment sehr viel aus, ne? Von auch deiner Präsenz, ne? Von deinem gesellschaftlichen Status. Es könnte natürlich auch sein, dass die Prinzessin der Kelche eine Facette von dir widerspiegelt, auch wenn du kein Wasserzeichen bist. Dann sehen die Leute eben die Fähigkeit besonders im Vordergrund, dass du deine Gefühle zeigen kannst, ne? Dann bist du besonders herzlich, besonders lieblich auch, ne? Zärtlich, charmant, romantisch auch, ne? Und kreativ, musisch kreativ, hast viele Ideen, bist irgendwie empathischer als sonst und auch in der Lage, so ein bisschen in den Tag hinein zu träumen, in den Tag hinein zu leben. Wir schauen mal weiter. In deinen Freundeskreis, in Bezug auf deinen Freundeskreis, werden sich im Laufe des Monats neue Ziele entwickeln, ne? Vielleicht wirklich Reisepläne. Ne, dass man hier wirklich zusammen überlegt, was braucht man für diese Reise, was will man denn auf dieser Reise erreichen, dass es hier um neue Ziele geht, ne, neue Wünsche, die aufkommen, dass man auch diese Ziele konkreter formuliert, ne, kein hohes Ziel, sondern dass man sich ein bisschen, dass man ein bisschen strategischer vorgeht, dass man sich überlegt, okay, welche einzelne Ziele muss ich erreichen, um ein höheres zu erreichen, ne? Welches du wahrscheinlich schon kennst. Und ich sehe hier eine rege Kommunikation mit deinem Freundeskreis, dass diese neuen Ziele na dann natürlich auch diesen Freundeskreis teilweise einbezieht, je nach Vorhaben, ne? Aber da kommt viel Bewegung rein. Dein Ideal ist der Prinz der Schwerter, ne? Diese beiden Karten können natürlich in Zusammenhang stehen. Das wäre, hier haben wir ein Luftzeichen, ne? Wassermann, Waage, Zwilling. In der Kombination besonders Wassermann und Schütze. In der Kombination besonders Waage und Fische. Aber natürlich auch hier, jedes andere Sternzeichen ist denkbar. Und du strebst diese Energie an, ne? Ob du jetzt selbst zum Ritter der Prinz der Schwerter werden möchtest oder ob du jemanden kennst, der für dich den Prinz der Schwerter symbolisiert, hängt sehr stark von deiner Situation ab. Aber du möchtest diese Energie als solche mehr in dein Leben haben. Das ist deine Absicht. Der Prinz der Schwerter ist ein Mensch, der sehr sprunghaft ist, neugierig, flexibel, ein Mensch mit vielen kreativen Ideen, der auch witzig sein kann, ne? Sehr schlagfertig, sehr wortgewandt, sehr humorvoll, ne? Ein Mensch, mit dem man sehr viel Spaß haben kann und der so ein bisschen in den Tag hineinlebt auch, ne? So ein Luftikus, ein Mensch, der mal hier, mal dort ist und überall und nirgendwo. Auch ein sehr lebendiger Mensch, ne? Natürlich. Es geht hier auf jeden Fall in diesem Monat viel um Zwischenmenschlichkeit, ne? Bei so vielen Hofkarten kann man davon ausgehen und die Liebe und die Sonne ist ja hier auch sehr, sehr präsent. Und natürlich geht es viel darum. Im Beruf wirst du erfreuliche Entwicklungen erleben und da ist wohl alles in Butter, ne? Ja, lieber Witter, es wird wahrscheinlich ein sehr angenehmer November. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine wunderschöne Zeit. Eine Zeit zum Genießen auf jeden Fall. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.